Recording in progress. Genau, einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Schön, dass ihr alle da seid zu unserem heutigen Webinar mit Mario Burgert, der uns gleich was über die große Big Idea erzählen will. Aber erstmal im Vorfeld, wie ihr seht, gibt es hier keinen direkten Chat, der genutzt werden kann. Aber wenn ihr unten schaut bei F und A, dort könnt ihr eure Fragen stellen. Die sehen Mario und ich und können dann live darauf eingehen. Wir werden das Großteil wahrscheinlich so handhaben, dass wir dann die Frage vorlesen, die danach beantwortet wird. Und genau, und dadurch, dass wir diesen F&A-Bereich haben, geht auch keine Frage verloren. Es gibt nicht diesen Chat-Wust, wo man erstmal scrollen muss und so. Wir können das dann also alles ganz strategisch durcharbeiten. Genau, Mario ist der Dozent, dem übergebe ich gleich das Zepter. Ich bin nur in moderierender Tätigkeit hier. Und natürlich, wenn es dann nachher in die Fragerunde geht, falls ihr noch Fragen habt, die nicht Mario betreffen, sondern vielleicht eher Quenten und die Anwendung, bin ich natürlich auch für euch da. Dann, genau, das Webinar wird aufgezeichnet. Stand ja auch überall. Wir werden das im Anschluss bei YouTube hochladen. Das wird heute Nachmittag oder morgen passieren. Und danach werde ich euch allen den Link noch zuschicken, dass ihr euch das gegebenenfalls nochmal angucken könnt. Beziehungsweise die Leute, die sich angemeldet, aber doch nicht teilgenommen haben, dass sie das dann auch sehen. So viel von meiner Seite. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich bin gespannt. Ja, vielen, vielen Dank, Siegfried. Schön, dass du gespannt bist. Das freut mich sehr. So, dann mache ich mir mal den F&A-Bereich kurz beiseite, damit ich euch Folien anschalten kann. Denn heute habe ich mir für den Start ein Kernthema ausgesucht. Und das sieht so aus. Jetzt erstmal die Frage, Wiebke, nochmal an dich. Folien sind zu sehen? Gerade nicht. Okay, sehr gut. Dann machen wir das so, dass wir es auf jeden Fall sehen können. Vollbild. Na, solange du noch suchst, noch mal ganz kurz die Erläuterung, die Sache mit dem Handheben. Das ist nicht zum Hallo sagen, sondern ihr habt hier die Funktion Handheben. Falls ihr wirklich was sagen möchtet, dann sehe ich dieses Symbol mit der Hand und kann euch dann eine Sprecherlaubnis geben. Jetzt in dem Moment würde ich sagen, lassen wir erstmal Mario anfangen und dann kann Rainer, wenn er immer noch was zu sagen hat, sich gerne äußern. Alles klar. Mario, bist du soweit? So, ich bin soweit. Es klappt nicht so, wie ich es gerne hätte, aber es klappt, wie es standardmäßig funktioniert, nämlich so. Ihr solltet jetzt meine Folien sehen. Gibst du Ja, mir dein Feedback, Wiebke? alles sichtbar, alles Alles klar. wunderbar. So, Folien haben funktioniert. Eigentlich mache ich das lieber gerne so, dass ich das auf Monitore verteile. Wenn es auf die Schnelle jetzt nicht klappt, machen wir so. Und ich möchte heute das Webinar zum Thema. Ja, wie schaffe ich es in dem lauten Werbelärm, dem wir ja mittlerweile ausgesetzt sind, auch durch das Internetzeitalter, wie schaffe ich es denn, meine Kunden für meine Angebote zu begeistern oder überhaupt erst einmal die Aufmerksamkeit dahingehend zu erzeugen? Es geht also heute darum, ja, wie komme ich mit meiner Werbung, egal wo ich das jetzt platziere, durch diesen krachigen, schrillenden Werbelärm. Ich bin Verkaufstexter, Marketing-Konzepter. Ich mache das schon ziemlich lange und die Erfahrung, also ich bin ja auch Dienstleister und so kommen dann auch Auftraggeber zu mir, unterschiedlichste Unternehmungen. Und die haben, und das ist etwas, was mir aufgefallen ist, sehr häufig Bedenken. Wir machen direkt Marketing. Warum und wieso und was das bedeutet, da kommen wir gleich noch zu. Aber diese Bedenken sind nicht selten Angst. Und das ist Angst davor, in Ungnade bei der Zielgruppe zu fallen durch die falsche Werbung. Das ist Angst, zu marktschreierisch wahrgenommen zu werden, also dadurch dann auf Abneigung zu stoßen. Und das ist Angst, Neues auszuprobieren. Und wie das auf dieser hektischen Folie hier, die sehr unruhig wirkt, so wirkt auch der Werbelärm im Internet auf die Menschen. Wir leben zwar in der sogenannten digitalen Revolution, aber das ist Fluch und Segen gleichzeitig.
In den 1970er, 1980er Jahren ist das Industriezeitalter vom Informationszeitalter abgelöst worden. Das ist die Zeit, in der auch die Personal Computer so langsam in die Haushalte gekommen sind. Das ist genau die Zeit, in der die sogenannten Digital Natives entstanden oder geboren wurden, lebten. Wie soll ich das auch immer beschreiben? Ich bin ein Digital Native. Ich bin in dieser Generation groß geworden, die entweder mit den digitalen Medien aufgezogen wurde, weil die Eltern neugierig waren oder das in den Haushalt geholt haben. Ich hatte das Glück, mein Vater war ein solch neugieriger Mensch und ich hatte meinen ersten Computer vor der Nase, da war ich 6 Jahre alt, das war ein Atari 800 XL. Und dann gibt es aber den anderen Teil in meiner Generation, die eben nicht damit groß wurde, die aber jetzt im Verlaufe natürlich der, sagen wir mal, Internetrevolution, so will ich es jetzt auch mal nennen, dann natürlich auch in Kontakt mit diesen digitalen Medien kam. Also, ich bin in der Zeit mit digitalen Medien in Kontakt getreten, als das Informationszeitalter das Industriezeitalter abgelöst hat. Und wie gesagt, Fluch und Segen. Warum? Weil wir heute in einer, ja, schaut das Bild nicht zu lange an, sonst werdet ihr verrückt. Das ist ein Zeitalter der Informationssintflut. Wir werden bombardiert mit Informationen. Und ich spreche dabei nicht nur von Werbung, sondern im Allgemeinen Informationen. Informationszeitalter bedeutet, wir müssen mit unserem Gehirn, welches überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, unfassbar viel Informationen managen. Und dann kommt das noch hinzu, dass wir uns das auch noch ranziehen wie die Irren. Ein durchschnittlicher Facebook-User, der schaut statistisch gesehen 88 Mal am Tag seinen Status bei Facebook. Das ganze Metavers hat früh damit begonnen, Elemente aus der Glücksspielindustrie zu nutzen, um diese Aufmerksamkeit zu halten. Die Aufmerksamkeit der sozialen Medien oder das Ziel ist, so lange wie möglich euch dort zu halten. Deswegen ist das ein kontinuierlicher Optimierungsprozess, um euch ja an den Screens zu halten. Das kann man gut sehen, schlecht sehen. Ich will das jetzt an der Stelle erstmal nicht bewerten. Bis zu dem Zeitpunkt, ja, um es nochmal klar zu machen, da wir einen richtigen Overload erleben. Ja? Wir erleben einen regelrechten Information Overload. Uns glüht die vordere Stirnlappen, die glühen uns teilweise. Und was dazu noch bemerkenswert ist oder erwähnenswert, dass die Burnout-Fallzahlen von 2004 bis 2021 stand dieser Quelle hier, nämlich Statista, sich versechsfacht hat. Versechsfacht. Und da gehen Experten von aus, es gibt dazu Studien und Diskussionsgrundlage, jede Menge, die gehen davon aus, dass diese Informationsoverload, diese Sintflut an Informationen auf unser vegetatives Nervensystem mitunter auch verantwortlich dafür ist. Ja. Ja, und dann kommen die ganzen Werbetreibenden. Die kommen dann auch noch dazu. Und was wir dann erleben, vor allen Dingen bei Facebook, jeder von euch kennt das, denke ich, weil ihr seid ja alle in dieser Unternehmerbubble unterwegs. Das heißt, ihr interessiert euch alle für Online-Marketing, für E-Mail-Marketing, sonst wären wir hier heute nicht zusammen. Das heißt, jeder von euch hat ein werbliches Interesse und jeder von euch hat ein Unternehmen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass jeder von euch die Werbung kennt, bei der immer irgendwie das Gleiche gesagt wird. Ja? Wie du mit meiner Methode, wie du mit meinem Konzept, meinem System, ich verrate dir, wie du über Nacht sechsstellig, kauf bei mir, wie du mit meiner Methode in 4 Wochen achtstellig, nee, kauf unbedingt bei mir, denn ich habe keine Methode, ich habe ein System. Ja? Und dieses Schreihals-Marketing, da würde mich mal als erstes interessieren. Deswegen möchte ich euch gerne bitten, in den F&A-Bereich mal kurz reinzutippen. Kennt ihr das? Fühlt ihr euch davon angesprochen? Wollt ihr von so einer Werbung kaufen? Es ist natürlich zutiefst manipulativ, dass ich euch dahin bringe, dass ihr auf jeden Fall Nein sagen werdet. Aber nein, ganz im Ernst. Mal eine ganz offene Frage.
Wenn jemand mit diesen Phrasen zu euch kommt, als eine Werbephrase, eine Werbephrase ist wie meine Methode in 6 Wochen siebenstellig, holt euch das ab. Das würde mich mal brennend interessieren. Ich gucke mal mit, ich mache mal mit den Bereich auf. Ja. Kenne ich, brauche ich nicht, nein, nervt, ja, genau. Das stößt eher ab, ist korrekt. Das ist genau das, was in der gesamten Unternehmerbranche, in der wir unterwegs sind, der Konsens ist. Ja? Es regt sich ein Widerstand dagegen. Und die Werbenden, die so etwas hier anbieten, die hauen trotzdem weiter mit der Axt da rein. Warum? Weil sie es nicht anders können. Es ist plump. Diese Form der Werbung ist plump. Und ich sage das ganz aggressiv, bemitleidenswert, einfallslos. In diesem ganzen Wust, mit diesen ganzen Informationen, die wir Menschen aushalten, mit all dem, mit circa 6.000 täglichen Werbebotschaften, die wir Menschen auch noch irgendwie abkriegen, wollen wir werben. Wollt ihr eure Werbung schalten und wollen die Werbenden hier, die laut schreien, auch Werbung machen? Ja? Und genau dagegen machen wir heute etwas anderes. Ich bringe euch ein anderes Rezept mit, weil wer nicht wirbt, stirbt, das wisst ihr alle. Ja? Werbung schalten im Unternehmertum oder für sein Geschäft gehört dazu. Wer mir heute noch erzählt, ja, ich brauche nur ein gutes Produkt und schon finden mich die Kunden ganz alleine, dem würde ich ganz gerne mal auf den Umsatz schauen. Das ist natürlich alles Käse. Ja? Also, wir machen heute Folgendes. Ich zeige euch, dass nur eine von 100 Werbekampagnen dieses besondere Element nutzen, welches wir hier angekündigt haben heute, die Big Idea, und welche aber dann dadurch glasklar aus allen heraussticht, was ihr so gesehen habt. Dann erkläre ich euch, woher dieses spezielle Element kommt, damit ihr ein bisschen Hintergrundinfos habt, denn es ist immer schön, sich Impulse liefern zu lassen in einem kurzen Webinar, so wie wir es heute machen, aber danach auch mal weitergucken zu können. Dann die Frage, wie kannst du das für dich nutzen? Dann zeige ich euch jede Menge Werbebeispiele, um euch das klar zu machen, worum wir hier zusammensitzen. Und im zweiten Teil, den mache ich ganz kurz, will ich aber dennoch auch schon einmal die neuen oder brandneuen Medien zeigen, nämlich wie KI, künstliche Intelligenz, wie die euch dabei unterstützen kann, so zu werben, dass ihr durch diesen Werbelärm hindurchbrecht und die Aufmerksamkeit eurer Kunden ziehen könnt. Ja? Und am Ende gucken wir mal, wie mit all meiner Erfahrung, wie das funktioniert, ja, wie ich euch da unterstützen kann. Und ich will an der Stelle eine Sache die mir ganz wichtig ist, loszuwerden. Wenn es um KI geht, ist das aktuell ein Hype, das weiß ich. Aber in diesem Hype steht eine Software im Mittelpunkt, das ist ChatGPT. Und wir sprechen da heute nicht drüber, es geht nicht um ChatGPT. Und das ist auch nicht grundsätzlich das Thema. Ja? Es geht um allgemeine Themen wie KI. Okay? So, also. Und bevor jetzt hier jemand sich selber fragt, ja, was der Mario jetzt hier heute erzählen wird, ist das für mich geeignet? Dann möchte ich nur einen Satz darüber verlieren. In dem Moment, in dem du ein Unternehmen betreibst und darauf angewiesen bist, durch Kommunikation nach außen Neukunden zu dir zu bringen und sie davon zu überzeugen, dass du das richtige Angebot hast, egal was du tust, in dem Moment ist das, was wir hier machen, das Wichtigste, was du in den letzten 2 Jahren gehört hast. Auf diese Worte darfst du mich gerne im Nachgang noch einmal festnageln. So, wer bin ich eigentlich? Okay, ich bin Verkaufstexter und Marketingkonzepter, mache das Ganze seit 2010. Vorher war ich allerdings auch schon 12 Jahre im operativen Außendienst im Vertrieb. Klassischer Vertrieb für eine beratungsintensive Dienstleistung im Lebensmittelverarbeitungsbetrieb. Für Versicherungen habe ich auch 3 Jahre mal gemacht. Ich war jung und brauchte das Geld. Und das sind die Dinge, das ist mein beruflicher Background. Ich habe auch ein Jahr zeitlich festgesteckter Rahmen, das habt ihr, glaube ich, auch in der Bewerbung zu diesem Webinar gesehen, für Quenten gearbeitet. Ein Jahr war ich Head of Marketing bei Quenten und habe 2 Launches betreut. Und in dieser Zeit haben wir das Volumen der Firma jeweils verdoppelt.
Ich bin jemand, der auch gerne mal auf Seminaren spricht. Insgesamt war ich, glaube ich, auf 5 oder 6 größeren und mehreren kleinen Workshops. Außerdem habe ich Kurse und bin Kursersteller. Insgesamt über die Jahre, die 12 Jahre, die fast 13 Jahre, die ich das mache, 35 E-Learning-Angebote und zwei stechen da mit Sicherheit aus der Masse heraus. Das eine ist mein Buch, Werbetexte, die sofort verkaufen. Und die Folien sind schon etwas alt, älter. Mittlerweile sind wir bei fast 28.000 verkauften Exemplaren und werbeverkaufstexter.com. Das ist meine Ausbildung für Menschen, die Verkaufstexter werden wollen. Und hier sieht man auf der rechten Seite, für wen ich alles gearbeitet habe. Das ist natürlich nur ein Auszug, aber berühmte Namen, die man so kennt. Ja? Zum Beispiel Ralf Schmitz dürfte hier in unserem Bereich heute ein Begriff sein. Aber ich habe auch für Benedikt Ahlfeld gearbeitet, der jüngste NLP-Trainer bislang aller Zeiten. Oder auch für Bodybuilding-Magazine, für Luxus, Antiquität und für Auktionshäuser wie Katawiki oder Javid Nersi Hoffmann, dem habe ich eine Story geschrieben fürs Erfolgsmagazin etc. Ich möchte das nur aus einem Grund sagen, damit ihr wisst, ich bin nicht jemand, der damit Geld verdient, anderen zu zeigen, wie man Geld verdient und damit Geld verdient. Ja? Also ich mache das Ganze als Dienstleister schon ziemlich lange. Ich bin mehrfach zertifiziert. Ich pflege gute Kontakte in die USA und habe meine Ausbildung auch in den USA gemacht. Ich bin bekannt mit den Großen der Branche und bin Mitglied der Weißen Haus Mastermind. Und warum ich das erzähle, mache ich aus einem ganz besonderen Grund. Ich möchte auf etwas hinweisen. Natürlich mache ich jetzt einen auf dicke Hose, ja, so ein bisschen Show-off. Nein, das ist es nicht. Ich habe die Kontakte zu den Herrschaften, die persönlichen, die ich pflege und bin darüber sehr glücklich, dankbar und stolz drauf. Aber das war auch nichts. Immer so in meinem Leben. Und das ist der Grund, warum ich das erzähle. Ja, das ist die Zeit, wo ich das anfing mit den Computern. Ich bin jetzt nicht, sagen wir mal so, das Obergenie. Ich habe auch nicht einen akademischen Abschluss. Ich habe noch nicht mal ein Abitur. Ich habe eine mittlere Reife. Ich bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden, in einem sozialen Brennpunkt. Ich sage ich deshalb, ich bin ein Nachkriegskind, weil mein Vater eines ist und ich aus der Konsequenz groß geworden bin. Ich sage das, damit hier nicht der Eindruck entsteht, was der Mario jetzt gleich erzählt, ist mir zu hoch. Das sind Informationen, die ich mir erarbeitet habe und aufgrund dessen damit erfolgreich bin. Ja? Ich will das Ganze nochmal auf den Boden herunterholen, denn auch ich habe meine Erfahrung. Ich muss schnell weitermachen, das ist ein Bild, welches mir peinlich ist. Das war 2007 meine erste Selbstständigkeit als Versicherungsagentur, die in einem Hörsturz endete. Ja, das heißt, auch meine Versuche als Selbstständiger, die ersten Schritte, waren nicht gerade wirklich besonders erfolgreich. Um genau zu sein, es ist eigentlich sogar so, dass der Erfolg sich durch das Werbetexten, Verkaufstexten, durch diese Fähigkeiten eingestellt hat und das Begreifen davon. Und ja, das, was wir heute machen, ist halt so witzig. Ne? Ich kündige das immer ganz gerne als Geheimnis an. Heute sprechen wir über ein Geheimnis. Ich mache das ganz offensiv und ganz aggressiv, aber in Wahrheit ist es das nicht. Es ist eigentlich eine Tradition von weit über 100 Jahren. Ja, das, was ihr heute hier von mir erfahrt, hat eine Tradition von über 100 Jahren, ist kein Geheimnis und dennoch nutzen es nur maximal eine Werbung von 100. Eigentlich ist es sogar viel weniger. Man müsste das mal statistisch erheben. Also, worüber sprechen wir denn? Was ist denn das eigentlich? Die Werbeform, ich habe sie eben schon angekündigt, nennt sich Direktmarketing. Denn das, was ihr alle im Online-Marketing tut und ich auch, das ist eine Werbung. Wir schalten Werbung, Anzeigen bei Facebook, wir schicken E-Mails, ne? Und in der E-Mail ist doch ein Link. Und wir wollen doch, dass dieser Link geklickt wird. In dem Moment, in dem wir das tun, das ist nämlich eine Handlungsaufforderung. In dem Moment, in dem du eine Werbung machst, in dem du eine Handlungsaufforderung unterbringst, machst du Direktmarketing. Denn der maßgebliche Unterschied von Direktmarketing zu Unterbrechungswerbung, wie ihr sie aus dem Fernsehen und aus dem Radio kennt, das ist der Call to Action, Punkt 1, und dass wir eine Art schriftliches Verkaufsgespräch führen. Unterbrechungswerbung im Fernsehen ist Branding.
Oder im Radio, Seitenbacher-Müsli. Lecker, 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 lecker. Kennt ihr alle, brennt sich in den Kopf, ist aber nicht, hey, Seitenbacher-Müsli besteht aus so und so vielen Cerealien, bla 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 bla, kauft das jetzt für jetzt Angebot. Ja, das ist der maßgebliche Unterschied. Und unsere Werbeform, Direktmarketing, die heute einfach Online-Marketing heißt, die entstand in den Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Denn noch bevor dieser Mann hier oben links, Albert Lasker, 1907 den rechts in der Mitte, den Claude Hopkins angestellt hat, noch davor begann das Thema Direktmarketing. Und zwar war das folgendermaßen: Die Saatgutfirmen, die ihren Mais verkauften in den USA, die standen vor einem großen Problem. Denn die Farmen in den USA, wir machen uns ja keine Vorstellung, wie groß das Land wirklich ist. Ja, wenn man noch nicht da war, weißt du nicht, wie groß das Land ist. Die Farmen, die lagen oft Hunderte von Meilen weit entfernt auseinander. Es war schlichtweg unglaublich teuer, einen Vertreter der Saatgutfirmen zu den Farmen zu schicken und das Saatgut anzubieten. Die mussten sich was einfallen lassen. Und das war die Geburtsstunde des Werbebriefes. Und wir kommen gleich in allen Einzelheiten noch dazu, was das eigentlich heißt und was das für dich im Einzelnen bedeutet. Das war die Geburtsstunde des Werbebriefes, in dem ein Werbebrief die Arbeit eines Vertreters übernahm. Nämlich das Verkaufsgespräch, nur dieses Mal in Briefform. So, und Albert Lasker gilt als der Urvater dieser Form der Werbung, denn der hatte eine Werbeagentur gegründet, die genau nach diesem Prinzip vorging, und die hat Claude Hopkins eingestellt, der als der Urvater des Werbetextens gilt, in Anführungszeichen. Und dieser gute Mann, der hat ein Buch geschrieben, das war 1923, und dieses Buch heißt Scientific Advertising. Und in seinem Buch hat er einfach nur stehen, ungefähr so: Konzipiere deine Werbung so, wie ein guter Verkäufer, der mit einem Kaufinteressenten spricht. Und alles das, was ihr im Online-Marketing tut, ist exakt das. Und zwar exakt. Okay? Wir sprechen hier also von 100 Jahren Werbegeheimnis. 100 Jahre, die das Ganze schon läuft. Ich werde es euch gleich genau zeigen. Und dann gab es einen großartigen Mann, den viele vielleicht sogar von euch kennen. Das ist David Ogilvy von der Werbeagentur Ogilvy Matters. Und der hat eben dieses Buch, welches ich da auch jetzt hinhalte, Ogilvy über Werbung, der hat das erste Mal festgestellt, dass gute Werbung dieses Element beinhaltet. Und er hat dem Ganzen einen Namen gegeben, die Big Idea. Und diese Big Idea, die er benannt hat, die gibt es schon seit 100 Jahren. Nur er hat der Sache einen Namen gegeben und hat sie dadurch auch ein bisschen konzeptionierbarer. Also er hat sie so bearbeitet, dass man was daraus machen kann. Okay? Denn ich möchte euch jetzt ein paar Anzeigen vorstellen und dann wird euch auch einiges klar werden. Davon bin ich überzeugt. Und zwar ist das hier eine Werbeanzeige aus 1976. Wir stellen alle fest, das war vor dem Internetzeitalter. Ja? Ihr stimmt mir alle zu. Und da oben steht: If you're creative, here's how a money hobby that make you rich. Und das, die Überschrift heißt: Wenn du kreativ bist, gibt es hier ein Geldhobby, das dich vielleicht reich macht. Da steht also jetzt nicht, wie du mit meiner Methode in einer Woche 10.000 Euro verdienst. Hier steht: Wenn du ein kreativer Mensch bist, gibt es hier vielleicht ein Geldhobby und das macht dich vielleicht reich. Willst du das nicht lesen? Ja, sprechen wir später drüber. Denn was hier angeboten wird, das ist lustig. Und jetzt möchte ich gerne noch einmal den F&A-Bereich aufrufen und euch gerne zur Mitarbeit auffordern. Kennt ihr das? Denn hier wird ein Buch angeboten, in dem Falle für $9,95. Gratis Versand und Geld-Zurück-Garantie. Gibt es hier unter euch jemanden, der so etwas im Internet schon einmal gesehen hat? Ich ziehe das mal durch mein Bild. Gibt es hier jemanden unter euch, der das sehen 100-fach? Natürlich, sagt der Peter. Ja, klar, gibt es ganz viel. Genau. Ja, das Ding hier ist älter als das Internet. Das soll euch etwas sagen. Ja, offensichtlich sind die Prinzipien schon ziemlich alt. Und nicht nur ziemlich alt, sondern immer noch brandaktuell. Gibt es ganz viele, alle sagen ja, sehr schön. Nächste Anzeige, die hier ist von 1929. Ja, und bevor mir das jetzt wieder jemand sagt, das habe ich in dem letzten Webinar auch schon vorgestellt, diese Werbung richtet sich an Männer, denn in den 1920er Jahren war die Arbeiterklasse männlich. Und deswegen ist die Überschrift auch: An alle Männer
die irgendwann mal aufhören wollen zu arbeiten. Gratis Buch, gratis Versand. Ja, man sieht, wie alt das Ganze ist. Ne? Hier geht's weiter, 80er Jahre. Einer meiner größten Vorbilder, Mr. Gary Halbert, verkauft Cremes für 7,80 Euro plus Bonus. Oder bietet wieder ein Buch an, gratis nur Versandkosten, free plus Shipping. Überraschung! Ja, irgendwoher kommt das Ganze doch. Ja. Direkt-Response-Marketing oder Direkt-Marketing, also alles das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, funktioniert auf das Prinzip heruntergebrochen immer gleich. Es gibt Leser in einer Tagesanzeige, die lesen eine Anzeige, fordern dort ein kleines Produkt an mit kleinem Geld und erhalten danach Werbebriefe. Es gibt Leser, die kaufen sich eine Tagesanzeige und bekommen eine Tagesanzeige, die kommen auf eine Anzeige, lesen die Anzeige, sagen, oh, das ist interessant, ich hätte gerne diese Creme, ich hätte gerne dieses Buch, ich hätte gerne diesen Newsletter und fordern den an. Der Einstieg, um das anzufordern, ist sehr niederpreisig, um nach hinten raus per Direct Mail, per Werbebrief, per Post anzuschreiben. Ist euch dieses Prinzip geläufig? Ich bringe die Wiebke heute dazu, mal ein bisschen zu arbeiten. Ich bin gemeint. Ich werde es überstehen. Das Gemeine ist ja, was ich nämlich jetzt rausgefunden habe, du musst leider immer diese Antworten abhaken, ne? Ja, yep, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Okay, das ist gut. Ja, weil das war ja, das ist ja im Originalchat anders und hier muss man die immer, das ist schade. Aber gut, however, gut, machen wir so. Also, dieses Prinzip hier, das ist heute das. Das Prinzip heute besteht daraus, dass wir Traffic versuchen, auf unsere Landingpage zu bekommen. Der Traffic ist der Leser, nur unser Traffic hält sich auf Facebook auf, also im Metaverse, Facebook und alles, was damit zu tun hat. Der ist bei der Google-Suche unterwegs, der macht Google Ads-Anzeigen. Der schaut bei Google, wir machen Anzeigen natürlich, ist klar. Ne? Also wir bekommen unsere Leser aus dem Internet von irgendwoher auf unsere Landingpage. Die Landingpage ist das, die Anzeige in der Tageszeitung. Ja, und das Follower ist unsere E-Mail. Das Prinzip, meine Lieben, ist immer gleich. Völlig unverändert. Auf der Landingpage hast du ein Freebie, ein kleines Produkt für 9,95 Euro, ich mein Buch zum Beispiel, ja, und so weiter und so fort. Und das ist der entscheidende Punkt, ja. Das heißt, jede Idee, die ich euch irgendwann mal im Marketing als neu verkauft wurde, ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schon sehr lange existent. Und diese Big Idea, die ist genauso existent und die ist von entscheidender Bedeutung, um aus dem Werbelärm herauszubrechen. Die Situation ist nur die, wenn du ins Online-Marketing kommst, dann denkst du, du bereitest deine Kampagne vor, die besteht dann aus einer Landingpage, einer Anzeige und zwei, drei E-Mails und schon reitest du in den Sonnenuntergang. Doch das ist nicht wahr. Die Wahrheit ist, du hast ein Zeit- und Ideenproblem aus einem Grund: Content. Viele, viele Pieces, also viele Stücke von Content. Texten, 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 Texten. Ja, den meisten wird irgendwann klar, wenn es um Online-Werbung geht, okay, ich muss viel schreiben, viele E-Mails, viele Anzeigen miteinander testen, viel auf meiner Landingpage und so weiter und so fort. Ja, und dieser Druck, der tötet eben die Kreativität. Und ich darf euch beruhigen, die Big Idea ist nicht dafür da, dass ihr jedes Mal auf einer Landingpage was Neues erfinden müsst oder jedes Mal in E-Mails irgendwelche neuen Ideen einbauen müsst. Das ist nicht unbedingt primär das Ziel. Die Big Idea eignet sich vor allen Dingen darum, um in einem Markt möglichst kalten Traffic zu konvertieren. Also möglichst Leute, die noch nie ever irgendetwas von euch gehört haben, in zahlende Kunden zu verwandeln. Ja? Und die Big Idea bringt die Leute dazu, zum Beispiel sich in euren E-Mail-Verteiler einzutragen und dann habt ihr alle Möglichkeiten zu interagieren. Ja? Und die Big Idea ist folgendes: Das Konzept deines Werbetextes, welches nur eine Idee, ein Konzept vermittelt und gleichzeitig dadurch die pure Nahrung für Herz und Verstand ist. Ja? Die Bestandteile davon sind, dass du einen besonderen Aufhänger nutzt, ein einziges Thema, nicht so 56 Ideen für deine whatever. Ja? Das sind so Klassiker, die jeder nutzt, sondern wenn du es richtig machst, dann hast du nur eine Idee.
die du aufhängst, ja, für deine Kampagne. Und dadurch eröffnet sie auch einen neuen Blickwinkel. Sie ist einzigartig und anders. Sie ist frisch und zeitgemäß. Sie ist spezifisch, weckt Neugierde, spricht eine Kernemotion an und ist nachvollziehbar. Und das machen wir jetzt, damit ihr wisst, was ich meine. Das sind nämlich jetzt die Screenshots der Werbeanzeigen, die ich euch eben gezeigt habe. Und die eine sagt, wenn du kreativ bist, ist hier ein Geldhobby, das dich wahrscheinlich reich macht. Das ist intellektuell interessant, weil wovon spricht er? Es regt sofort deine Neugierde an. Es bringt dich sofort dazu, eine gewisse Dringlichkeit zu empfinden. Hier scheint etwas zu sein, was ich so noch nicht gehört habe. Es wirkt brandneu. Es ist frisch. Hier hätte auch stehen können, ich zeige dir, wie du mit der X-Ray-Methode 4.800 Euro in 2 Wochen verdienst. Könnte auch dort stehen, theoretisch. Ne? Sagt eigentlich dasselbe aus, wenn du so willst. Man hat ja gehört, du sollst spezifisch sein, etc. Aber das hier wirkt auf einem ganz anderen Level. Und dann gibt es dann unten nochmal für Männer, die irgendwann aufhören wollen zu arbeiten. Man hätte auch sagen können, wir haben eine Anlagestrategie, mit der du mit ziemlicher Sicherheit mit 60 in den Ruhestand gehen kannst. Hätte man doch auch sagen können. Warum kann man das machen? Aber warum wirkt das hier besser? Das wirkt deshalb besser, weil es die tiefe Auseinandersetzung der Person sofort antriggert und dazu gleichzeitig intellektuell interessant ist, also für Herz und für Verstand. Hier werden Emotionen geweckt und Neugierde. Ja? In der Mitte, unglaubliche neue Formel aus Beverly Hills lässt sie Jahre jünger aussehen. Beverly Hills, da wohnen doch die Reichen. Stimmt, die sehen im Fernsehen immer so jung aus. Was haben die denn schon wieder, was wir nicht wissen? Zack. Ja. Unten, das unglaubliche Blackjack-Geheimnis eines mysteriösen Mannes aus Las Vegas. Das ist eine Story. Sofort Mysterium, sofort Spannung. Dazu muss man wissen, dass in den USA das Thema Blackjack ein Geldverdienen-Thema ist. Ja, viele gehen auch ganz gerne mal mit Blackjack-Systemen und versuchen Kohle zu machen. Ja. Dann sagt er, das unglaubliche Blackjack-Geheimnis eines mysteriösen Mannes aus Las Vegas, das muss ich wissen. Das ist auf einer anderen Ebene interessant, für Herz und Verstand. Ja? Das ist kein direktes Versprechen, sondern da steckt eine gewisse Magie dahinter. Und hier steht, so ziemlich jeder hat eine 10.000-Dollar-Idee. Hier ist, wie sie sich bezahlt macht. Das ist wieder ganz anders als die direkten Versprechen, die ihr so aus der Facebook-Werbung kennt. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja alt. Das war ja vor dem Internetzeitalter, das funktioniert heute nicht mehr. Ne? Schauen wir uns ein nächstes an. Das ist auch aus den 1900, das ist Ende der 1990er Jahre, wie Sie Ihren Computer genauso leicht bedienen wie Ihr Telefon. Wenn das keine geile Headline ist, die kann jeder erfinden. Ein direkter Vergleich, damals gab es noch andere Telefone als heute, wie Sie Ihren Computer genauso leicht bedienen wie Ihr Telefon. Das will man doch wissen. Das ist eine klassische Überschrift. Sehr indirekt, ein guter Vergleich, spricht direkt die Emotion an, ey, ich komme mit meinem scheiß Computer nicht klar, wie funktioniert das? Und dann, ey, so leicht wie mein Telefon, Wählscheibe, oh cool, muss ich wissen, okay? Nochmal, es wird gerne gesagt, ja, Mario, ey, du hast mir jetzt alte Schinken gezeigt, ja, bitte, das funktioniert doch heute nicht mehr. Das hier ist vom großartigen Frank Kern, zwar aus 2015, aber er sagte, ich zahle Ihnen 1.400 US-Dollar, wenn Sie nach einem persönlichen Telefonat mit mir der Meinung sind, dass ich Ihre Zeit verschwendet habe. Bam! Was ist das für eine geile Überschrift? Das war 2015 und dann hat er Leads eingesammelt, aber der eigentliche Geniestreich, der kam, indem er alle Leads eingesammelt hat. E-Mail-Marketing, davon reden wir. Leads. Was meinst du, wer sich da alles eingetragen hat? Das war eine Riesennummer. Ja, und dann haben die eine PDF gekriegt, die Leute. Und da stand genau drauf, wer sich überhaupt zu einem Telefonat anmelden darf. Du musst mindestens 6-stellig verdienen. Du musst mindestens einen Ad-Spend von 10% von deinem Umsatz haben. Du musst mindestens so und so viele Leads im Monat generieren. Wenn das der Fall ist, kannst du mich anrufen, zahlst mir 700 Euro Sicherheitsgebühr, damit ich sicher gehen kann, dass du es ernst meinst. Und wenn du danach sagst, ist nicht cool, überweise ich dir 1.400 US-Dollar. Das war eine Genie-Kampagne. Brandaktuell. Russell Brunson aus den USA sagt, du bist nur einen einzigen Funnel weg. Entfernt.
Ja, one funnel away. Du bist nur einen Funnel entfernt. Und er sagt noch nicht mal von deinem großen Glück, von deiner sechsstelligen oder siebenstelligen oder von deiner 6.400,755 Millionen. Nein, sondern du bist nur einen Funnel entfernt und überlässt den Anschluss an diese Aussage der Fantasie des Lesers. Genial, absolut obergenial. Oh, da ist auch jemand, der sagt, bist du bereit, deine Geschichte neu zu schreiben? Das ist meine Kampagne zu werdeverkaufstexter.com. Ich sage nicht, wie du mit meiner Methode 10.000 Euro als Copywriter verdienst. Das ist bäh. Sondern bist du bereit, deine Geschichte neu zu schreiben? Das ist mein Aufhänger. Und dann sage ich, gestalte dein Leben nach eigenem Maßstab, lebe, wie du es dir vorstellst und werde als gut bezahlter, angesehener Experte gewertschätzt. Das ist mein Aufhänger. Dahinter ist ein Webinar ohne irgendeinen Telesales-Vertrieb für meine Ausbildung, die 3.000 Euro kostet. Und das verkauft sehr gut über Google-Werbung. Geht auch. Heute, brandaktuell. Ich mache das natürlich absichtlich, dass ich auch Kampagnen von mir zeige, um ein bisschen Kompetenz zu demonstrieren. Brandaktuell, warum kauft keiner? Wer von euch hat schon mal versucht, Werbung zu schalten, etwas zu verkaufen im Internet und hat sich das gefragt? Bitte noch einmal im F&A antworten. Wer von euch hat schon die Erfahrung gemacht, dass er versucht hat, etwas anzubieten, zu verkaufen und hat am Ende dann die Frage gehabt, warum kauft keiner? Ich kann jetzt hier natürlich sagen, ja, mit diesem Buch hast du so viele Vorlagen, dass du sofort 30% mehr Umsatz generierst. Kann ich natürlich sagen, kann ich machen. Aber das hier triggert auf einem anderen Level. Guck mal, völlig unaufdringlich, ein Warenkorb mit einem fiesen Smiley und da steht, warum kauft keiner? Wie viel Geld im Internet gemacht wird? Unfassbar. Warum klappt das bei mir nicht so? Die Antwort darauf, es fehlt an überzeugenden Verkaufstexten. Big Idea beispielsweise. 2013 habe ich eine Werbekampagne gestartet. Das war das erste Mal, dass ich richtig großes Geld mit meinen eigenen Kampagnen verdient habe. Und zwar habe ich mit dieser Kampagne in 9 Monaten 125.000 Euro Umsatz gemacht. Und das Video war Dolly, das geklonte Schaf. Da ging es darum, ja, damals war das mit dem Dolly in den Nachrichten völlig breit diskutiert. Das war das erste geklonte Schaf, was man genklonmäßig whatever hergestellt hat. Und ich habe gesagt, mach doch das Gleiche. Klon dich doch selbst. Erstelle virtuelle Verkäufer, die für dich verkaufen, anstatt dass du das selber machen musst. 2013 bis 2014 habe ich dann in Anlehnung an das, was ich von Gary Halbert gelernt habe, welches Geheimnis kannst du von Tommy Highland, einem Blackjack-Profi über Anti-SEO-Traffic, auf deiner Webseite lernen? Das war ein gigantischer Erfolg in 6 Wochen, 21.000 Euro Umsatz. Auf absolut kaltem Traffic, das war der Beginn der Facebook-Werbung, 18,45% Kaufrate, ein Verkaufsvideo. Und nur damit ihr die Zahlen ins Verhältnis setzt, falls ihr sie nicht so gut kennt, ein gutes Verkaufsvideo verkauft zwischen 5% und 18% und das hier hat ungefähr fast viermal so viel verkauft. Ja, das war eine Granate. Also, Werbung etwas anders. Ja. Das hier ist eine Kampagne für Ralf Schmitz, die habe ich 2011 getextet und lief 6 Jahre. Früher war ich ein ganz normaler Dreher, heute lebe ich auf Mallorca und verdiene 218.833 Euro im Internet an nur 5 Tagen. So viel verdient ein Bürokaufmann in 10 Jahren, das ist wieder ein direkter Vergleich. Das war 2011, wo ich das geschrieben habe und die Zahl ist exakt die, die der Ralf Schmitz in seinem VIP-Affiliate-Launch mit dem VIP-Affiliate-Club in diesen 5 Tagen gemacht hat. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich mit involviert war in dem Prozess. Ja, sehr aggressiv, für die damalige Zeit ein absoluter Kracher, lief 6 Jahre ungebrochen. Man hat das eingestellt. Das rechts ist für die Haufe Lexware Real Estate AG. Da habe ich eine Software für Vermieter verkauft, die damit praktisch ihre Vermietungen, ihre Einheiten verwalten konnten. Und da war die Überschrift, es ist kinderleicht zu bedienen, kinderleicht zu installieren und schenkt ihnen Unmengen an Zeit, weil die Vermieter alle mit Excel-Tabellen gearbeitet haben. Und da haben sie noch weniger Vorteile davon gehabt. Das war 2013. Also ihr seht, diese Big-Idea-Nummer, das ist nicht etwas, was irgendwie veraltet, sondern die ist zeitlos, weil wir Menschen, weil die Psyche unserer Menschen immer so tickt. So sind wir.
Das ist unser Prinzip, das ist im limbischen System verankert, dass wir neugierig sind, dass wir Entdecker sind, Pioniere und gleichzeitig auf Neuigkeiten aus. Denn so sind wir. Wir brauchen Neuigkeiten, um zu wissen, ob wir fliehen, angreifen, uns verteidigen müssen oder ob es den nächsten Schritt in Richtung besseres Leben geht. Okay? Und ich mache so etwas, indem ich analysiere. Das heißt, ihr fragt euch vielleicht, wie macht man sowas eigentlich? Wie kommt man denn auf so Ideen? Ganz einfach, indem ich mich damit auseinandersetze, was in einem Markt los ist. Ich habe dazu eine Methode, die nenne ich Datalink IQ. Die habe ich entwickelt in den 12 Jahren, wie ich Informationen recherchiere im Internet, aber auch direkt im Gespräch mit Kunden, wie ich die archiviere, also wie sammle ich die an einem Ort und wie verknüpfe ich die miteinander, dass ich auf jeden Fall eine komprimierte Form an Daten bekomme, um darauf dann Ideen zu entwickeln. Ja? Und dann gibt es ein tolles Buch, das möchte ich mal hier ins Bild halten. Das ist von James Webb Young. Das ist ein Werbemann und dieses Buch ist aus den 1940er Jahren wohlgemerkt. Und das ist ein Buch, um Ideen zu entwickeln, denn es gibt dafür Techniken. Also um genau zu sein, eine. Und in diesem kleinen, feinen Büchlein über ein paar Seiten, das innerhalb von einer Stunde gelesen ist, kannst du sehen, wie der Prozess, Ideen zu entwickeln, funktioniert. Denn wir alle sind gleich, wir alle entwickeln Ideen, das können wir alle. Übrigens ist das der große Vorteil gegenüber der künstlichen Intelligenz, die das nicht kann. Und deswegen wird KI auch niemals einen Werbetexter ersetzen, denn das ist mein Geschäft, Ideen zu produzieren. Genauso wie es uns Unternehmern das Geschäft ist, Ideen für unsere Kunden zu produzieren. KI ist nur ein Hilfsmittel. Datalink IQ ist mein Konzept, um Daten zu sammeln. Das hat nichts mit KI zu tun. Das ist ein spezielles Konzept aus der Art, wie ich recherchiere und aus der Art, wie ich sammle und aus der Art, wie ich das miteinander verknüpfe. Und KI, künstliche Intelligenz, ist Hammer, Leute. Absolut genial. Das Buch kommt, Martina, ne? Das machen wir, das fügen wir noch hinzu. Ist leider nur in englischer Sprache verfügbar, leider, leider, leider. Aber ey, das kann man sich auch schnell und per Hand übersetzen. KI ist für mich ein so reizvolles Thema, denn wenn ich mit meiner, sagen wir mal, Berufserfahrung die KI füttere, dann kommen da echt grandiose Ergebnisse raus. Nicht besonders gute Ideen, denn die Ideen muss ich entwickeln, aber Inspirationen zu Ideen schon und fertige Texte auch. Ja, ich kann die KI füttern mit meinen Ideen und daraus E-Mails erstellen lassen, und zwar am laufenden Band. Das ist genial, kann ich nur sagen. Aber wie ihr hier seht, unten links ist nicht das Logo von ChatGPT zu sehen, sondern von Jasper. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Ja? Jasper ist eine KI, die auf der Basis von ChatGPT funktioniert, aber die eher für Texter geschaffen ist. Das Problem bei ChatGPT ist, dass du keine Möglichkeiten hast. Also du hast ja eine wilde Ansammlung an Dingen, die du dort unternimmst. Deine verschiedenen Chats. Und du musst ChatGPT alles vorgeben. Du musst auch wissen, wie du es bedienst. Folglich musst du die Prompts kennen, die Prompts, die du da speziell benutzt, wie du ChatGPT anweist, für dich zu arbeiten. Das alles ist bei Jasper vorweggegriffen, ja. Du hast ein riesen Dokumentenarchiv. Das heißt also, du legst dir dort deine Dokumente an, und die können auch sehr lang sein, und du kannst hinter den einzelnen Modi herspringen. Du kannst zum Beispiel sagen, schreib den Teil des Textes neu oder denk dir hier mal ein paar Aufzählungspunkte aus oder ich brauche hier neue kreative Ansätze oder ich brauche einen neuen Paragraphen. Schreib es bitte für einen Fünftklässler. Alles das kann man also in Jasper tun, was man theoretisch in ChatGPT auch tun kann. Ich will das nicht verheimlichen, aber es kostet natürlich Unmengen an Zeit, das mit Jasper so umzusetzen. Und mit ChatGPT. Und Jasper ist nicht kostenfrei. Aber ihr werdet sehen, dass auf lange Sicht das mit ChatGPT auch nicht mehr ist. Ich arbeite mit beidem und immer häufiger kracht ChatGPT zusammen. Immer häufiger. Und immer häufiger ist es überfordert. Gestern war mein gesamter Chat nicht mehr verfügbar. Ja, deswegen kann ich nur dringend raten, wenn ihr euch dafür interessiert, Jasper. Ich bin dort zertifiziert, ich arbeite eng mit denen zusammen, ich nutze es sehr intensiv und du hast dort eben einfach diese Workflows, Rezepte von der Community. Also zum Beispiel, wie schreibt man einen Werbetext? Mach das mal mit ChatGPT. Lass mal von ChatGPT einen Werbetext schreiben, der wird 100% absolute Grütze sein. Es ist halt so, es kann halt nicht funktionieren, es wäre ja noch schöner.
Ja, schön, ne? Dann werde ich meinen Job vielleicht los, aber es wird auch in meinem Online-Marketing leichter sein. Du hast eine SEO-Integration und alles in der Übersetzung. Hast du bei ChatGPT auch, weiß ich, aber keine SEO-Integration auf der Art und Weise. Ja? Und deswegen kann ich euch empfehlen, mit Jasper zu arbeiten. Also nochmal, klar, es ist noch kostenlos. Ne? Du kannst theoretisch mehr oder weniger das Gleiche machen wie mit Jasper, ist schon klar. Aber du wirst sehen, sehr schnell wird das überlastet sein und dann willst du auch die Pro-Version von ChatGPT nutzen und die kostet 20 Euro und Jasper in der kleinen Version kostet 49 Euro. Und jetzt gibt es noch etwas ganz Wichtiges. Bei ChatGPT gibt es eine statistische Erhebung, knapp 57% Fehlerquote, Falschaussagen, Plagiate. Das hast du bei Jasper nicht. Du hast dort eine 99,98%ige Wahrscheinlichkeit, dass dieser Text unique ist. Und das ist er immer, auch wenn du deinen Text wieder neu anfängst. Und das, da gibt es auch einen Plagiatschecker, den kann man theoretisch nutzen. Brauchte ich nicht. Ja? Und dann hast du die Möglichkeit, Jasper auch vorzugeben, wie er reden soll, wie die KI reden soll. Du kannst Jasper sagen, kling wie Harald Schmidt, kling wie Mario Burgert, kling wie Daniel Dirks, kling wie Wiebe Oetschläger. Kannst du alles sagen, ja? Also du kannst also Jasper tatsächlich Vorgaben geben. Du kannst Jasper trainieren. Wenn Jasper nicht so klingen kann wie die Wiebke, kann ich mir Texte von der Wiebke holen und kann Jasper so klingen lassen. Das geht mehr oder weniger mit ChatGPT auch. Ich will es immer noch mal erwähnen, damit das hier fair klingt. Aber dafür musst du wissen, wie es geht. Und das ist dann schon wieder ein bisschen komplizierter. Okay? Das ist pro Monat. Das ist ja auch ein Produkt, welches man monatlich nutzt. Ja, also du erstellst ja regelmäßig Content für alles Mögliche. Deswegen ist es nicht einmalig, logischerweise nicht. Ja, so, also nochmal, keine Tonalität, keine Recipes, keine Templates mit Anleitung, keine Dokumente, keine Möglichkeit hin und her zu springen, keine Möglichkeit mit SEO zu arbeiten. Das alles hast du eben hier nicht. So, und ich habe das jetzt mal hier gemacht. Ich fliege jetzt hier drüber, weil ich bin eigentlich für heute schon durch. Aber ich wollte euch nur nochmal zeigen, das ist ein Text, den habe ich generiert mit ChatGPT. Und naja, was ist bei Grammarly rausgekommen? Ja, Plagiarism. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Teil irgendwo aus dem Internet einfach dazugehört. Das ist doch scheiße. Also wenn ich den Text dann nachträglich noch nachbearbeiten muss, weil irgendwo ein Plagiat gefunden werden kann, allein das ist es mir schon wert, mit Jasper zu arbeiten. Ne? So, und so sieht das innerhalb von Jasper aus. Schaut mal hier, alles drinnen. Wie schreibe ich eine Facebook-Ad-Headline? Wie schreibe ich einen Facebook-Ad-Text? Wie schreibe ich eine Google-Beschreibung? Hier ist absolut alles drin. Wie schreibe ich die perfekte Überschrift? Ja, ach Gott, was nutze ich immer? Ich nutze immer Ideengeber. Ich nutze immer den Text auf einen Kern herunterzubrechen. Ich hole mir einen Text und lasse den praktisch auf die Kernaussage herunterbrechen. Ich mache viel Videoskript-Outlines. Also hier ist echt alles Mögliche drinnen. Eine Riesennummer, total geil. Ja, und das ist ein Testimonial, was ich geschrieben habe für einen Kollegen und damit bin ich dann fast fertig. Und der Kollege hat gesagt, du Mario, ich habe keine Zeit, schreib doch mal, schick mir und ich segne es einfach ab. In einer Welt voller digitalem Werbelärm ist Mario Bogarts Kurs eine unschätzbare Ressource, um einzigartige und wirkungsvolle Werbebotschaften zu finden. Dank seiner langjährigen Berufserfahrung und seines technischen Know-hows hat er einen systematischen Ansatz entwickelt und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz magisch ansprechende Ideen aus riesigen Datenmengen zu gewinnen. Er bietet Fachleuten die Möglichkeit zu lernen, wie sie meisterhaft aufmerksamkeitsstarke Werbung gestalten können, die Kunden durch raffinierte Erkenntnisse begeistert und inspiriert. Dieser Herr, für den ich das geschrieben habe, ist ein Akademiker. Ich würde so niemals formulieren. Ich habe Jasper angelernt und das ist direkt das erste Ergebnis. Unbearbeitet, meine Lieben. Volker, das gibt es nicht in deutscher Oberfläche, aber komplett, du kannst mit komplett deutschen Befehlen und allem arbeiten. Und es übersetzt auch alles auf Deutsch, bis auf die Oberfläche. Aber du kannst mit dem Google Chrome Übersetzer alles eindeutschen. Und da ist auch nicht viel Kompliziertes. Ja, das ist fast alles selbstredend. Das sind sehr viele Marketing-Schlagworte, die wir alle aus dem Online-Marketing sowieso kennen. Also du wirst keine Probleme haben mit einer englischsprachigen Maske, zumal du komplett in deutscher Sprache dort arbeiten kannst. Also, das war's. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Wenn du die Big Idea lernst, ich kann dir das zeigen, dann kannst du wirklich mehr verkaufen als 90% deiner Wettbewerber. Warum? Ganz einfach. Diese typischen direkten Versprechen gehen an 3%. Man nennt das die Early Adopter, die Leute, die sowieso kaufen. Um diesen Teil kloppen sich alle. Mit diesen besonderen Überschriften machst du den Markt ganz auf und erreichst auch andere. Ja? Informationen können gefährlich sein, wenn du kein System besitzt, die zu kontrollieren. Künstliche Intelligenz kann deine mächtige Assistenz werden, wenn du weißt, sie richtig anzuleiten.
Und ansonsten ist es nur der nächste Kaninchenbau, in den du stürzt und der dich von deinem Ziel ablenkt. Ja? Dann die Frage, bin ich kreativ genug, um Ideen zu finden? Ja, das sind wir alle. Weil das ist ja unser menschliches Hirn, das ist der große Vorteil. Okay? Das war's. Das ist heute mein Inhalt und wir sind schon ganz schön 50 Minuten, oder? Das ist schnell. Es ist schnell, Wiebke. Ja, das ist schon okay. Eine Sache zeige ich euch noch. Das ist kein Pitch-Event, aber ich habe dennoch etwas mitgebracht. Es läuft genau zu den Themen, die ich heute vorgestellt habe, die KI Copy Masterclass. Genau das, was wir heute besprochen haben, machen wir. Die ist allerdings gestern das erste Mal angelaufen. Das heißt, gestern hatten wir unseren ersten Live-Call. Und weil das so ist, gebe ich noch einmal 100 Euro Rabatt für diejenigen, die sagen, daran möchte ich gerne teilnehmen. Denn noch ist nichts verloren. Das erste Live-Training ist einfach gewesen. Die Aufzeichnung ist schon drin. Du kannst die dir komplett anschauen und bis zum nächsten Live-Training wieder mit dabei sein. Das ist der Grund, warum ich nicht 499 nehme, sondern 399, noch einmal 100 Rabatt, 100 Euro. Wenn du das willst, kannst du auf verkaufstextschreiben.com/mit-KI gehen und dich dort dann anmelden und bist dabei. Dieser Rabatt gilt allerdings nur bis zum 29.03., denn da ist das nächste Live-Training und danach nehme ich keine neuen Teilnehmer mehr an, weil sonst einfach so der Abstand zur Gruppe zu groß wird. Okay? Wer es will, hier ist der Link, beziehungsweise Wiebke wird den Link in die Videobeschreibung einstellen. So machen wir es. Und damit bin ich dann für heute durch. Ich habe den Link jetzt mal in den Chat geschrieben, weil ich kann den Chat ja bedienen und eigentlich solltet ihr den auch alle lesen können. Also wenn ihr daran interessiert seid, dann Link klicken und dem Kurs teilhaben. Mario, eine Frage war noch, ist man mit der Jasper-Basisversion nicht sehr stark eingeschränkt? Die Basisversion ist tatsächlich eine Einschränkung, ja. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, die Boss-Variante zu holen. Das ist aber die für 49 Euro. Die Basisversion ist, glaube ich, sogar kostenlos. Ne? Buch kommt, Martina, Buch kommt. Machen wir jetzt. Ja, also Frage beantwortet. Jasper Boss-Version, die Basisversion kostet, glaube ich, 49 Euro oder so mit 50.000 Wörtern. Immer gucken, da gibt es einen Schieberegler, da kann man die dann runterstellen und dann hat man seine 50.000 Wörter. Das reicht für den durchschnittlichen Unternehmer, der im Monat Content erstellen muss, auf jeden Fall aus. Kannst ein ganzes E-Book damit schreiben. Ich schreibe gerade 2 Bücher damit. Funktioniert. Und die Boss-Variante auf jeden Fall, weil du in den einzelnen Workflows hin und her switchen kannst. Du kannst also dann sagen, schreib den Teil neu oder bring mir neue Ideen oder bring mir neue Aufzählungspunkte oder bring mir eine neue Outline und alles das kann man sich nämlich dann in diesem Boss-Modus ausnehmen. Sind die Dokumente sehr viel länger, die du da erstellen kannst. Ja. Ich glaube, 2000 Wörter sind für die Basisversion. Ne? Das ist schon genug für einen Blogbeitrag, aber wenn du mehr machen willst, reicht das nicht aus. Ja? Also jetzt kommen wir erstmal zu dem Buch. Die Produktpräsentation ist aus. Okay, jetzt mache ich sie an. So heißt das. Wir können das auch gerne nochmal verlinken. Erzähl mir Marketing Ideas. Ja. Verlinkt das mal, also schickt mir das nachher nochmal. Genau. Ich würde, wenn ich das Replay rausschicke, also ihr kriegt dann ja alle eine E-Mail von mir, wo der Link zu dem Video ist, da würde ich das auch nochmal mit aufnehmen. Genau. In 5 Schritten zur Ideenentwicklung. Und dann gucken wir mal auf die Fragen. Genau. Also keine Sorge, wird auch kein Verkaufslink drin sein. Ich werde einfach nur den Titel des Buchs nennen und ob euch das holt oder nicht, ist dann selbst überlassen. Genau, dann haben wir das erledigt. Kann ich Jasper auch mit mehreren Benutzern verwenden für den Preis? Ja, ich habe 3 Mitarbeiter mit drin, die alle jeweils 50.000 Wörter nutzen. Bei der Basisversion, bei der Basis-Boss-Mode-Version. Ich habe mal. Bitte? Entschuldigung? Im Boss-Mode gibt es auch mehrere Versionen? Ja, ja, das ist eine Staffelung dort und du kannst also die Wortzahl bestimmen. Und das ist die mehrere Version. Also du kannst also sagen, du hättest gerne den Boss-Mod mit 100.000 Wörtern im Monat. Okay. Und dann ist es natürlich entsprechend teurer. Die kleinste Boss-Mode-Version sollte sein, glaube ich, 50.000. Ich gucke aber mal gerade.
Ja, da ist der Warenkorb etwas geschickter angestellt. Genau, also da ist der Schieberegler, den Boss-Mode auf nach unten schieben, dann sind wir bei 49 Euro im Monat mit 50.000 Wörtern. Das ist, glaube ich, jährliche Zahlweise, sehe ich gerade. Aber gut, dann sind es, glaube ich, 59 im Monat, wenn du monatlich zahlst. Ja. Also wie Okay. gesagt, ihr seht schon, es gibt hier keinen Affiliate-Link von mir, ne, mit dem ich eigentlich dann die Anmeldung Geld verdienen würde. Ich empfehle euch das von Herzen, weil das Ding einfach geil ist. Ne? Sonst würde ich euch jetzt versuchen, über einen Affiliate-Link da drauf zu kriegen. Haben wir noch einen? Kann ich das noch schnell posten? Brainstorming ist in der Wörterzahl auch schon vorhanden. Ja, ist es. Gut. Ist alles in der Boss-Mode-Version, ist komplett alles drin. Ist alles drin. Das heißt Sehr also, schön. ne, wenn ihr wollt, können wir auch mal eine Minute reingucken. Wie wollen wir das machen? Ja, warum nicht? Weil ich habe nämlich meine Bildschirmfreigabe noch offen. Also so sieht das aus. Und hier haben wir die Templates. Ich schiebe mal gerade die Teile beiseite. Und ihr seht also in der einfachen Boss-Mode-Variante, die ich übrigens auch habe, da ist dann zum Beispiel mein Team drinne. Also zu dritt sind wir so. Ja, also ihr seht, da ist der Bernd und der Jörg mit drinne, die das mitnutzen. Das heißt, das ist die Basis-Boss-Mode-Variante, Default-User-Limit 50.000 und wir sind jetzt zu dritt. So ist richtig. Aber jeder hat ein Usage-Limit von 50.000, was schon ziemlich cool ist. Und nochmal, also du hast hier deine Templates, die alle total geil sind. Aber wenn du irgendwann mal mit Jasper etwas mehr gearbeitet hast, ich gucke hier schon gar nicht mehr rein. Ich gehe einfach auf Templates, Documents und leg dann hier eins an. Und was ich meine mit hin und her springen, das will ich euch mal zeigen. Ich habe einen Blogbeitrag geschrieben und zwar Landingpage erstellen, komplett mit Jasper. Das hat mich, glaube ich, 2 Stunden gedauert oder so. Und jetzt bin ich hier nämlich in diesem sogenannten Fokus-Mode und dann kann ich aber hier rüber springen in den sogenannten Power-Mode. Und hier sind nämlich jetzt die einzelnen Workflows. Und jetzt kann ich hier tatsächlich sagen, schreib mir das Ding mal neu. Und dann kann ich den ganzen Absatz, den ich jetzt hier geschrieben habe, bis zu 12.000 Wörtern, kann ich hier reinposten, kann da oben der Jasper eine Richtung geben, ja, und dann kann ich dem sagen, mach das ganze Ding neu und dann fängt er an und baut mir das neu. Und dann habe ich hier aber alles drin, was ich brauche, ja. Also das ist schon echt ein starkes Ding. Und wir haben hier auch den SEO-Mode drin. Also das ist aber optional und kostet extra, würde ich noch dazu sagen. Du kannst diesen Text dann für die Suchmaschine optimieren. Das ist so stark. Das ist der Burner. Also wir machen wirklich unfassbar viel Content. Man sieht hier 45 Unterseiten. Wir arbeiten hier richtig hardcore damit. Ja, also sehr empfehlenswert. Und dann haben wir vielleicht noch die Recipes und dann soll es damit erstmal gewesen sein. Bei den Recipes sind ganz viele Content-Marketer drinne, die Jasper nutzen und die ihre Ideen hier in den Cont in die Community einstellen. Das sind dann nochmal zusätzlich Muster, mit denen du arbeiten kannst. Das Ding ist ausgesprochen stark. Ja, das wollte ich jetzt nochmal zeigen. So, nur ihr wisst jetzt, wie viel Berufserfahrung ich habe. Für mich ist das ein Segen. Für mich ist dieses Tool ein echter Segen. Was das an Zeit spart, da sind die 59 Euro oder 49 Euro oder Dollar, die sind geschenkt. Das ist geschenkt. Ja, aber gut, dass du auch nochmal sagst, dass du für den Blogbeitrag eben nicht nur 5 Minuten gebraucht hast, sondern dass es schon ein bisschen länger gedauert Es hat. dauert länger. Also man darf sich da nicht die Illusion machen, dass Jasper das für einen komplett schreibt. Das ist Käse. Ja. Ja. Aber für 2.400 Wörter kann man sich ausrechnen, wie lange braucht man dafür? Also du schreibst ja auch Content. Du weißt es ja in der Regel, Aber was da ich alles zähle drin die Wörter immer nicht. ist. Ja. Mir wird es so lang, wie es halt lang wird, ne? Genau, eigentlich ist es ja richtig. Dann siehst du, und ich habe halt bis jetzt so ChatGPT benutzt. Finde das eigentlich so ganz nett, finde auch ganz okay, was dabei rauskommt. Wir haben aber festgestellt, dass die Texte, die ChatGPT schreibt, so gar nicht konvertieren. Sprich, wenn wir das mal für ein Newsletter nehmen, das haben wir testweise mal gemacht, da hat keine Sau geklickt oder so. Also, das war halt irgendwie doch nicht so das Gelbe vom Ei. Da Ja. muss man auch ran. Außerdem sind da auch Fehler manchmal drin. ChatGPT wiederholt sich gerne in den Formulierungen. Also Ja. dann hast du vielleicht so einen Text, aber dann steht irgendwie dreimal das Gleiche drin. Da muss man halt irgendwie auch nochmal ran. Also das ist so meine Erfahrung. Jasper habe Ja. ich jetzt noch nie ausprobiert, aber das ist so, was ich bei ChatGPT so bemerkt habe, was mich so ein bisschen stört, dass ich Und da das ist zu genau viel der ran Punkt. muss. Dann kann ich es auch gleich machen. Genau, dann kannst du es auch selber schreiben. Und da ist einfach Jasper viel stärker. Genau.
Habt ihr denn noch irgendwelche Fragen, ob das jetzt zu Jasper ist, ob das zur Content-Erstellung ist oder ob das zu Quenten im Allgemeinen oder auch im Speziellen ist? Dann stellt eure Fragen sehr gerne im F&A-Bereich. Meine, wenn nichts kommt, dann war das heute ein recht kurzes Webinar für unsere Verhältnisse. Dann ist das auch in Ordnung. Also eine Terminankündigung kann ich schon mal machen. Am 6. April wieder um 10 Uhr findet das nächste Webinar statt, diesmal mit David Dick, der ist von Webinaris. Und dann werden wir euch mal erzählen, warum Webinare erstmal stark sind und wie man die in Kombination mit Quenten natürlich verbinden kann und wie dann der ganze Workflow so aussieht. Genau. Hast du mal Neuroflash getestet, kommt gerade die Frage. Sehr rudimentär. Ich finde es geil, dass es ein deutsches Startup ist. Ich kann leider nicht genug sagen, um es jetzt zum Beispiel in den direkten Vergleich mit Jasper zu setzen. Das liegt doch einfach daran, dass ich so lange schon mit Jasper arbeite, ich glaube letztes Jahr August, ich weiß es nicht, und bin dort zertifiziert. Und ich bin jemand, der ziemlich firmenloyal ist. Ja, wenn ich mit einer Firma zusammenarbeite, mit denen schon im Kontakt stehe, dann bin ich da sehr loyal und wechsle nirgendwo hin. Ja, also am Ende ist es auch so, dass Jasper für mich halt einfach sehr stark funktioniert. Also nein, nicht genug, um was zu sagen. Okay. Dann ist die Frage sozusagen erledigt. Habt ihr noch weitere Fragen? Habt ihr noch Fragen zur Ideenentwicklung? Ausgefeilte Werbeideen? Ich meine, das ist natürlich schon ziemlich etwas Fortgeschrittenes im Bereich Werbetexten, was wir heute gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass ein Anfänger das nicht entwickeln kann. Also selbst wenn jemand sagt, mit Werbetexten nicht so in der Tiefe sich beschäftigt, ging es ja heute darum zu sagen, dass es eine Big Idea ist, emotional überzeugend, weil du ein gutes Versprechen hast und vielleicht dein Produkt eine spezielle Art und Weise, weshalb es dieses Versprechen erfüllt und gleichzeitig dazu auch intellektuell interessant. Ja, also nicht einfach ein direktes, klares, plumpes Versprechen. Und plump ist, also direkte Versprechen sind nicht per se plump oder schlecht, denn wenn du einen E-Mail-Verteiler hast und dein Kunde kennt dich schon, weiß, wer du bist, weiß, was du anbietest, dann kann man sehr wohl direkte Versprechen machen und sollte es auch. Ja, die Big Idea ist für kalten Traffic wunderbar. Also das will ich damit nur sagen. Eine Frage noch. Ja. Funktioniert Jasper auch mit jedem Thema, zum Beispiel mit spirituellen Themen und mit naturreinen ätherischen Ölen? Auf jeden Fall mit Ja zu beantworten. Selbst wenn Jasper die Informationen nicht kennen würde, kann man Jasper trainieren, die Informationen zu kennen. Aber Jasper kennt 10% des Internets und das bis 2021, nee, bis 2019. Bis 2019 stand aktuell, aber es wird ja immer wieder nachgeschoben. Und ätherische Öle und spirituelle Themen sind älter als das Internet, so alt wie die Menschheit. Deswegen klares Ja. Gut, danke. So, was empfiehlst du für Anfänger? Was empfiehlst du für Anfänger, in welchem Bereich, lieber Bernd? Sag mir da gerade nochmal genau, was für eine Frage damit gemeint ist. Ja, also Anfänger im Online-Marketing, Anfänger im Werbetexten, nur damit ich das verstehe. Okay. Während Bernd noch seine Antwort formulieren kann, würde ich mal kurz auf die Quentenfragen eingehen. Fangen wir mal oben an. Du sagtest, ich kann auch Fragen zu Quenten stellen. Ja, ich bin neu bei euch und vollkommen überfordert mit dem Umzug. Bisher habe ich noch keine Antwort auf meine Anfrage erhalten. Kannst du mir sagen, wie ich da weiterkomme? Ja, am besten, ich weiß nicht, wohin du deine Anfrage geschickt hast. Wenn du an support@quenten.com schreibst, dass du Umzugshilfe brauchst, dann wird sich ganz zeitnah ein Kollege bei dir auch melden und den ganzen Umzug mit dir besprechen. Der Kollege, der das eigentlich macht, ist diese Woche im Urlaub und am Montag wieder da. Aber das ist ja nicht so, dass es deswegen ausfällt. Also ich gehe davon aus, dass spätestens der Oliver Habermehl dann hier unterstützend zur Seite steht. Also einfach vielleicht nochmal an support@quenten.com deine E-Mail schreiben und dann helfen wir dir beim Umzug, ganz klar. So, jetzt hat Bernd geantwortet, ihm ging es um die Frage zum Werbetexten schreiben. Was empfiehlst du für Anfänger, um Werbetexte zu schreiben? Also ich mache jetzt ganz frech Eigenwerbung. Ist Der Einstieg erlaubt. für Anfänger ist das hier. Das bringt dir einen sehr schnellen, einfach zu lesenden, kurzweiligen Überblick über das Thema, damit du grundsätzlich weißt, worauf kommt es an. Werbetexten ist, wie viele kreative Professionen, so wie ich es immer nennen, ein lebenslanges
ein lebenslanger Job, ein lebenslanges Lernen. Das heißt nicht, dass es anstrengend ist, das heißt, dass es nur einfach unglaublich Spaß macht. Aber hiermit bekommst du einen guten Überblick und mehr brauchst du eigentlich erstmal gar nicht dazu sagen, weil dieses Buch dir die Impulse setzt für weiterführende Informationen. So, Astrid, ich habe eine Frage zu Quenten. Bei meinem Funnel Monster Affiliate, den ich getestet habe, habe ich ein Problem mit dem Duhop Funnel. Mhm. Der Link ist nicht klickbar, es kommt die Meldung forbidden. Ich hätte keinen Zugriff auf Digistore, so kann ich den Funnel auf keinen Fall bewerben. Astrid, das ist wieder so ein spezieller Fall. Ich würde sagen, nimm das mal bitte, also nimm diesen Text, kopiere ihn, pack ihn in eine E-Mail, schick ihn an den Support. Dann können wir uns das in aller Ruhe angucken und kann ich schauen, was da wie wo schief läuft. Aber jetzt müsste ich hier in dein System gehen und so weiter. Ich glaube, das sprengt den Rahmen des Webinars. Bitte, bitte schreib eine E-Mail an den Support. Darf ich was dazu sagen, liebe Wiebke? Bitte gerne. Also Duhop ist der Funnel von Ralf Schmitz. Und wenn du sagst, dass du eine Fehlermeldung bei Digistore bekommst oder du hättest keinen Zugriff, dann ist das vermutlich, ich sage nur vermutlich, weil ich es nicht genau weiß, liebe Astrid, eine Frage, die du gar nicht bei Quenten stellen solltest, sondern bei Ralf Schmitz. Denn wenn du sagst, wenn da steht forbidden, ich habe keinen Zugriff auf Digistore, dann hat das eigentlich direkt nichts mehr mit Quenten zu tun. Ja, das ist nämlich mit Sicherheit wahrscheinlich der Affiliate-Link, der vielleicht gerade ausgeschaltet ist oder so. Also du kannst beides tun, einmal das, was Wiebke gesagt hat und einmal dich auch bitte an Ralf Schmitz wenden. Nur zufälligerweise kannte ich das Ding jetzt. Gut, danke. Ich nicht. Bis dann, liebe Zuschauer. Tschüss. Genau. So, dann haben wir noch eine Frage zu Formularen bei Quenten. Ist es möglich, innerhalb eines Formulars eine Bestätigung einzubauen für die Lesebestätigung der Datenschutzbestimmungen? Ja, das ist ja wohl möglich. Wir bieten in allen Tarifen, also auch im Lite-Account, gibt es das Kontaktfeld Zustimmung des Benutzers. Dafür gehst du im Quentenmenü auf Kontakte und Kontaktfelder. Dann kannst du ein neues Kontaktfeld erstellen mit der Zustimmung halt. Dort hinterlegst du auch deine Datenschutzbestimmungen, AGBs und weiß der Geier nicht was alles. Und dieses Kontaktfeld kannst du dann in deinen Formularen benutzen. Ich hoffe, das reicht als Antwort. Gut, du hast auch mittlerweile echt richtig Ahnung, ne? Ich mach das schon ein paar Jahre. Du machst das jetzt ein paar Jahre. Ja, gut, ich meine, ich habe ja Stand 2019, deswegen war das jetzt mittlerweile, ja. Weil ja. Ich weiß ja das nur noch von 2019, das ist Hammer. So lange ist das schon wieder her? Wahnsinn. So lange schon wieder her. Ja. Oh Mann, ey, ja. Also ich bin seit 2018 bei Quenten, für die, die es noch nicht wissen. Genau, und habe mich dann natürlich auch ordentlich in die Materie eingearbeitet. Das weiß nicht jeder. Okay, also Sabine, ja, natürlich kann dir Jasper dabei helfen. Nochmal, also alles, was du Jasper anfängst. Stopp, Mario, keiner sieht die Frage, nur wir. Sabine fragt nämlich, ich will die Ergebnisse meiner eigenen Forschung verbreiten. Ist es dann nicht besser, den Text selbst zu schreiben oder schafft Jasper das auch? Tut es. Jasper schafft das, weil du auch, wenn etwas fehlt, Jasper anfüttern kannst. Und es geht ja auch nicht nur darum, dass dir Jasper deinen Text für dich schreibt, sondern die Formulierungen, die Art und Weise, wie Jasper sich dann die Informationen nimmt und richtig zusammensetzt. Probier es aus. Sehr gut. Verstehe ich dich richtig? Also auch für mich zum Verständnis. Ich habe vielleicht ein Dokument und kann das in Jasper einpflegen, damit es das als Information hat. Genau so. Du kannst dein Dokument, du kannst eine ganze Webseite einfach nur den Link einsetzen. Du kannst Jasper sagen, hey Jasper, finde mal heraus, wie hier die Tonalität ist, damit ich weiß, wie meine Texte geschrieben wird und holst eine Webseite, packst den Link rein und lässt Jasper mal filtern. Und dann sagt dir Jasper hier, also der Ton, der ist freundlich, der ist professionell und informativ, die Formulierungen sind kurz und keine überflüssigen Phrasen. Mega. Aber Jasper schreibt auch. Er tut es natürlich, aber du kannst natürlich auch vorbereiten zum Schreiben. Jasper, der Landingpage-Text, da 98% hat Jasper geschrieben. Ich habe ja nur noch die SEO-Überarbeitung gemacht. Das ist das, was etwas länger gedauert hat. Das ist schon gut. Okay. Gut, dann auf Astrid verabschiedet sich. Dann wünschen wir einen wunderschönen Tag noch. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Sonst hätte ich jetzt noch eine, wenn du sagst,
Jasper ist da, also ich habe es ja jetzt gerade gesehen, mich persönlich hat schon wieder fast erschlagen, die ganzen Menüpunkte und was. Also natürlich ist es immer toll, wenn ein Tool viel kann. Das heißt aber auch, es gibt viele Möglichkeiten zu klicken und Dinge falsch und kaputt zu machen. Gibt es da eine Schulung für? Oder ist das intuitiv oder was sagst du? Jasper hat eine Schulung, die ist natürlich auf Englisch, aber alles, was in Video drin ist, gibt es auch als Text und du kannst mit dem Google-Übersetzung die Schulung komplett auf Deutsch übersetzen und dann hast du deine Schulung. Ja. Und das Geile ist, es sieht viel aus, vermeintlich ist es aber nicht. Gut, danke. Entschuldige bitte, ich habe hier nebenbei schon mal Alles gut, die alles gut. nächsten. Okay, alles Nicht, dass du cool. denkst, dass ich dir nicht zuhöre. Ja, Ach, Frau was? Multitasking. Das musst du. Es wird von Quentin dringend empfohlen, auf den Drag-and-Drop-Editor zu wechseln. Welche Vorteile hat es? Meine Vorlagen gehen verloren, müssen neu erstellt werden. Ja, genau, das ist der große Nachteil. Wenn du jetzt von dem klassischen Editor auf den Drag-and-Drop-Editor wechselst, musst du alles neu machen. Das ist lästig, zugegeben. Aber der Drag-and-Drop-Editor ist in so vielerlei Hinsicht besser. Die Zustellbarkeit ist höher, die Benutzerfreundlichkeit ist einfach auch viel höher. Du kannst viel mehr damit machen. Es ist auch garantiert, dass die E-Mail auch so ankommt, wie es aussieht. Und bitte, Mario, du möchtest was dazu sagen? Unbedingt, also wenn du fertig bist, hänge ich schon aus hinten dran, lieber Andreas. Ich bin nämlich genauso wie du ein absolutes Gewohnheitstier, zumindest ich bin ein Gewohnheitstier, was diesen alten Editor angeht. Und ich habe damals stehe eng in Kontakt mit den Herrschaften gesagt, also für mich bitte nicht, ich nehme den nicht. Ich nutze aber heute den Drag-and-Drop-Editor. Ich habe den alten immer weiter genutzt, aber dann habe ich durch Zufall einfach mal den neuen genutzt und dann habe ich die Elemente gefunden, wie den Button, wie Giphy. Und wer weiß, wie stark GIF-Bilder geklickt werden, die Klickrate erhöhen in E-Mails, der weiß, warum sich der klassische Editor nicht mehr lohnt, sondern der neue Drag and Drop. Genau, bei dem klassischen Editor hast du halt so deinen Text, du kannst da Links reinmachen. Klar kannst du auch Bilder reinmachen, aber sind wir mal ehrlich, das crasht dann sowieso, sieht bei jedem anders aus. Bei dem einen ist das Bild verzerrt, bei dem nächsten ist es dann in der Originalgröße riesengroß. Der Text ist verschoben, also quasi die Probleme, die man so aus Microsoft Word kennt, hast du dann halt in deinem E-Mail-Editor. Und das ist halt alles auch ein bisschen kompliziert und du kannst es nur richtig ordentlich machen, wenn du CSS kannst und dann im Quellcode arbeitest. Und der Was Drag auch and Drop. wieder Gefahr darstellt. Ne? Das ist Nee, halt. genau, einfach nicht. Never touch a running system, sagt man ja so schön, aber wenn es nicht mal runnt, dann ist halt auch blöd. Und deswegen der Drag-and-Drop-Editor. Da kannst du halt alles schieben. Du kannst ja verschiedene Spalten machen. Das sieht dann halt auch wirklich immer bei jedem E-Mail-Empfänger gleich aus. Also Lohnt das sich. ist, lohnt sich auf jeden Fall. Kannst Videos einbinden. Also die Videos laufen nicht in der E-Mail. Das ist technisch nicht möglich, weil da müsste man das Video in diese E-Mail packen, dann wird die E-Mail viel zu groß, kommt sie wieder nicht an, etc. Aber du kannst, also es wird eine Videovorschau generiert, wenn, sagen wir mal, du packst ein YouTube-Video mit da rein, wird das Thumbnail, was du bei YouTube hast, also dieses Vorschaubild, da reingezogen. Wenn die Leute dann draufklicken, werden sie halt direkt zu YouTube geleitet, können sich das Video angucken. Kannst Bilder verlinken, kannst Buttons benutzen, kannst GIFs benutzen, wie du schon sagst. Also du hast viel, viel mehr Möglichkeiten. Und ja, also ich hoffe, ich habe jetzt genug geschwärmt. So, gestern habe ich eine Schulung bezüglich DSGVO gemacht. Es wurde mir gesagt, dass wenn jemand ein Kontaktformular anklickt, dass er das Newsletter von mir will, immer noch im E-Mail das Double Opt-in bestätigen muss. Stimmt das so? Ja, das stimmt so. Deswegen sagen wir ja auch immer, 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 nach dem Formular kommt die E-Mail-Bestätigung. Oder nach der Landingpage oder nach was auch immer. Also ohne E-Mail-Bestätigung können die Kontakte in Quentin ja auch gar nicht angeschrieben werden. Also es sei denn, die sind schon bestätigt, weil du sie importiert hast und weil die Käufer sind oder was auch immer. Wenn die irgendwo schon mal ein Double Opt-in vollzogen haben, dann nicht. Aber grundsätzlich ist es so, du hast jetzt ein Formular zum Beispiel, hast es auf deiner Webseite irgendwo eingebunden. Jetzt kommt so ein fremder Mensch daher. Ich zum Beispiel trage mich da ein und dann werde ich zwar in Quenten angelegt, aber als bestätigt Single Opt-in. Single Opt-in bedeutet, ich habe halt einfach bestätigt, indem ich in das Formular mich eingetragen habe. Aber ich könnte ja auch ein Spambot sein. Ne? Spambots sind von echten Adressen absolut nicht zu unterscheiden. Und es gibt so ein paar Anbieter, von denen wir wissen, dass die sich gerne irgendwo eintragen, um zu gucken, kommt denn dann da eine E-Mail-Bestätigung oder kriege ich jetzt irgendwie gleich Werbung? Kommt da nämlich gleich Werbung,
also wenn man jetzt erlauben würde, Single Opt-ins anzuschreiben, dann gibt es eine Abmahnung und dann wird der Absender auch auf eine Blacklist gesetzt und dann geht da gar nichts mehr. Also das schadet der Reputation ganz enorm, deswegen verbieten wir das und sagen hier nur bestätigt. Hast du noch was hinzuzufügen, Ja, Mario? sehr gute Antwort, Liebke, ist so. Danke. Jetzt geht es um deinen Workshop. Was kann ich denn nach dem Workshop? Shivani hat das gefragt, ne? Genau. Also, ich helfe dir mit meiner Berufserfahrung und unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz, diese Form der Werbung zu gestalten, die wir heute gemacht haben. Also die, die nicht nur irgendein klares Versprechen macht, sondern die Herz und Verstand gleichermaßen anspricht. Also ich liefere dir die ganzen Konzepte, wie so eine Big Idea entwickelt wird, unter Zuhilfenahme von KI, unter Zuhilfenahme von meinem Data Link IQ-Konzept. Das ist alles damit drin. Das heißt also, im absoluten Idealfall gehst du aus meinem Workshop raus und weißt, wie du solche kreativen Ideen entwickelst, um überhaupt wahrgenommen zu werden in deinem Markt und diesen Werbelärm buchstäblich zu durchbrechen. Das ist, was du bei mir mitbekommst. Also du verkaufst jetzt nicht diese eine Strategie, sondern erklärst, wie das alles miteinander. Vollständig. Das ist also eine vollständige Anleitung dazu, wie man so etwas entwickelt. Und dann natürlich Teamkonzept, ne? Wir sind ja 5 Wochen miteinander zusammen. Das heißt also, wir sind jetzt aktuell, glaube ich, 32 Personen. Und es ist ja nicht nur so, dass ich irgendeinen Vortrag halte, sondern wir arbeiten. Und die Leute sind jetzt hoffentlich alle schon dran und dann geht es dann in der Community. Das ist wie so ein Facebook-Timeline, nur halt eben in meinem Mitgliederbereich, weil ich das nicht auf Facebook machen will, wegen der Ablenkungen. Und dann arbeiten wir konzentriert daran, auch gemeinsam solche Dinge zusammen, zu machen, zu entwickeln. Sehr schön. Angela fragt noch, was sind Automated Workflows in Jasper? Ja, das sind diese Teile, die ich eben gezeigt habe im Power Mode. Also, dass du zum Beispiel sagen kannst, ich will jetzt einen Blogbeitrag schreiben, das ist jetzt mein Ziel und ich starte mit dem Automated Workflow Blogpost oder Blogpost Outline oder Blogpost Starter zum Beispiel. Und dann kann ich da hingehen, gibt Jasper mein Thema vor, ich würde gerne schreiben über XYZ, die Sprache soll freundlich und witzig sein und informativ. Und dann gibst du einen kleinen Absatz rein, worum es genau geht, ein paar Key Facts. So, und das muss noch nicht mal ausgeschrieben sein, sondern zum Beispiel Hundetraining, nicht mehr bellen in der Wohnung, wenn ich weg bin, zum Beispiel. Ja? Und dann sagst du, leg los. Und dann fängt Jasper an, dir eine Outline zu schreiben. Das sind die Automated Workflows. Und das gibt es für alles Mögliche, für Videoskripte, für Aufzählungspunkte, für Überschriften, für Ideen, für ach, du lieber Gott. Ja, ihr habt es ja selber gesehen eben. Also das ist jetzt schon wieder vergleichbar mit ChatGPT, ne? Wo ich ja auch sage, schreib mir, keine Ahnung, ein Newsletter zum Thema XYZ. Also definitiv vergleichbar schon, ja. Aber ihr wisst es ja, ne? Also du hast kein Dokument bei ChatGPT. Das hast du bei Jasper. Und dann fängst du zum Beispiel in diesem Dokument, weil wir schon bei Blogbeitrag sind, sagst du, okay, machst eine Überschrift, H2-Überschrift. Und dann gibt es Bullet Points, dann baust du Bilder ein, dann baust du Links ein. Das alles ist in einem fertigen Dokument und dann machst du Copy und dann pastest du das zum Beispiel in WordPress und dann ist der direkt drin. Sehr schön. Also vergleichbar ja, aber wie gesagt, dieser Workflow, dieses es wird einfacher, es spart mir mehr Zeit, ist entscheidend. Kann man Jasper eine Zeit lang gratis testen? Ja, kurze, knappe Antwort ja. Gut. Der Friedrich sagt, er ist zu spät gekommen. Gibt es eine Aufzeichnung von dem Webinar? Na ja, na klar. Das habe ich ja auch überall geschrieben, dass die Webinare immer aufgezeichnet werden und im Anschluss dann bei YouTube hochgeladen werden. Alle, die sich angemeldet haben, bekommen den Link zu dem YouTube-Video dann per E-Mail zugesandt. Es wird vermutlich heute Nachmittag oder morgen Vormittag passieren. Genau. Und ansonsten kann auch jeder, der Lust hat, auf unserem Quellenkanal reingucken und sich alle Webinare nochmal anschauen. So. Dieter, Genau. das bezogen auf meinen Workshop, klasse. Schön, dass du dabei bist. Freut mich Sehr sehr. schön. Shivani fragte, wie lange, also wann sind diese Calls immer? Mittwochs 19:30 angesetzt ist 1 Stunde bis 90 Minuten. Alles klar. Mit Aufzeichnung ist meistens unmittelbar danach dann im Mitgliederbereich verfügbar. Du bist halt technisch versierter. Mache ich gerne mehr selber. Okay. Gut. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Fragen? Oh, okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wie heißt es so schön, dann machen wir den Sack zu.
Genau, ich habe nicht gelallt, ne? Wie ihr gemerkt habt. Also war da Wasser drin. Das ist der Beweis. Alles klar. So, dann Sabine bedankt sich für das informative Webinar, freut mich sehr. Dann warten wir vielleicht noch ein Minütchen ab, falls noch irgendjemand etwas länger braucht zum Schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es noch irgendwelche offenen Dinge gibt, gerne immer an den Support schreiben, support@quenten.com. Wir sind für euch da, wir geben euch eure Antworten. Der ist drin, einfach auf die Webseite. Einfach draufgehen. Ich habe den fest eingebaut. Draufklicken auf den Button, dann kommst du auf den Warenkorb und dann siehst du das schon rausgerechnet. Genau. Ich kann jetzt ja hier nochmal den Link schicken. Huch. Jetzt habe ich es, glaube ich, dem Falschen geschickt. Verzeihung. Ja, was ich vielleicht auch noch erzählen kann, was vielleicht interessant ist, wir von Quenten haben jetzt die Quenten Academy gegründet. Am Sonntag startet der erste Workshop mit Daniel Dirks. Er wird euch erzählen, und mit euch erarbeiten, wie ihr in 24 Stunden oder weniger ein eigenes Produkt erstellt und auf den Markt bringt, also und vermarktet und damit auch gleich Geld verdienen könnt. Geht jetzt nicht darum, irgendein Affiliate-Produkt zu bewerben, sondern wirklich was Eigenes auf die Beine zu stellen. Wenn ihr daran interessiert seid, dann kriegt ihr jetzt nochmal einen Link, den packe ich in den Chat. Das ist die Sales Page. Da könnt ihr einfach mal gucken, schaut euch das Video an, schaut, ob es interessant für euch ist. Der Workshop ist nicht kostenlos, aber zu einem absolut fairen Preis. Deswegen empfehle ich euch, wenigstens mal vorbeizuschauen. Vielleicht ist da auch für den einen oder anderen das ganz interessant. 24 Stunden mit Daniel. Nein, du bist nicht 24 Stunden mit Daniel zusammen. Du hast einen Workshop. Also dann hätte Geht ich auch nicht mein 24 Problem mit. Stunden. Ja, genau. Aber klingt gut, ja. Okay. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, lieber Mario, liebe Teilnehmer. Sehr gerne, frequenten immer gerne. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ja. Gut, wenn noch irgendwelche Fragen sind, wie gesagt, gerne im Support schreiben. Ansonsten nehmt an dem Workshop von Mario teil. Könnt ihr bestimmt ganz viel mitnehmen. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Donnerstag, eine schöne Restwoche. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut, liebe Wiebe. Schön, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch eine gute Zeit und viel Erfolg. Vielen Dank. Dann auf Wiederschauen. Bye bye. Tschüss.